Ein kommunales Wohnungsunternehmen hat für alle Schichten der Bevölkerung passenden Wohnraum herzurichten, zu vermieten, zu erhalten. Und wir haben Objekte, die wir neben dem, dass wir Abriss betätigen, also die Flächen bereinigen, Objekte aufwerten. Und da unter anderem ist die Tollerstraße mit ihren Laubengängen genau das, was wir gemacht haben, um für unsere Menschen es altersgerecht zu gestalten und den zu Hause schaffen, wo sie sich wohlfühlen und in Ruhe alt werden können. Wir haben nicht nur die Türen innen drin verbreitert und die Bäder dementsprechend gestaltet, sodass man auch zu ebener Erde jeden Raum betreten kann, sondern haben auch Assistenzsysteme, die in den Wohnungen sich befinden, sodass die Menschen sicherer und ruhig wohnen können. Wir reden über ein innovatives Assistenzsystem, was wir eingebaut haben. Jeder darf es nutzen, sofern er es möchte und wie weit er es möchte. Das heißt, man kann relativ jung und fit noch einziehen. Das war aber unsere Planung auch. Man kann dann in der Wohnung verbleiben und kann Stück für Stück sozusagen diesen Assistenten nutzen. Die einfachste Variante, die wir hier installiert haben, ist die sogenannte Herdabschaltung. Wir haben für die Zukunft ein Wohnquartier entwickelt, wo also verschiedene soziale Einrichtungen in diesem Quartier enthalten sind, unter anderem das Mehrgenerationenhaus. Wir haben genau daneben ein Objekt, wo eine soziale Betreuung ermöglicht ist, wo also die Menschen auf kurzen Wegen auch Hilfe kriegen, genau die, die sie wollen. Wir wohnen in der Ernst-Toller-Straße 8a und zum Essen gehen wir hierher. Wir sind hiermit angeschlossen, hier in Pappelheim. Das ist sehr zentral hier. Und dafür haben wir halt die Kooperationssysteme mit den Alltagshelfern und mit dem Aktivzentrum gesucht, dass, wenn es halt gesundheitliche Einschränkungen gibt, man hier auch in der Wohnung wirklich verbleiben kann. Also auf jeden Fall positiv ist, dass zum Beispiel die Wohnungs- und Baugesellschaft sich den Senioren angenommen hat. Dass sie interessiert ist, dass die ältere Bevölkerung hier in Wolfen bleiben kann und dafür natürlich auch den Wohnungsbestand herrichten muss, um auch den Menschen ein würdevolles Leben auch mit kleineren Einschränkungen zu ermöglichen.